Moin zusammen und herzlich willkommen zu, zurück zu A Book of Unwritten Tales. Welche Nummer ist es denn? Weiß ich gar nicht. Es ist, sind auf jeden Fall die Viehchroniken. Lass uns die mal weggehen. Ich dachte eben, da wär's ein bisschen leiser. Ist es aber nicht. Okay, unser Vieh muss sich beweisen. So, ne? Wir haben ja letztes Mal, sind wir ja ordentlich reingefallen und wir brauchen Verbündete. So, Nate muss ran. Ist er denn schon hier? Hm? Oh. Ja, er ist. Psst! Na? Hilfe! Hi! Komm her! Die. Yeti? Dann lass dir was einfallen! Blub. Na, okay, cool. Ja, er sagt schon, ist okay. Gut. Alles klar, gut. Bis hier können wir offensichtlich gehen, ohne dass Yeti uns sieht. Nehmen, betrachte ihn selbststeuer. Ja, kannst du ihn mitnehmen? Kann er. Warum auch immer, aber er kann. Hier an dieses Ding kommen wir jetzt nicht mehr ran. Guck mal, das ist ein Seil, das sieht doch vielversprechend aus. Nee, aber auch nicht. Okay, benutze den Lampenschirm. Das war, glaube ich, nur zum Verstecken. Ja, okay, ist nur zum Verstecken. Okay, cool. Ja, weiß ich nicht. So, Können wir den Wasserballon... Wir müssen ihn irgendwie ablenken, ne? Können wir den Wasserballon zu einem Dings... Linse bauen? Okay, hab's voll verstanden. So wohl nicht. Und wenn wir das da drauf stellen... Okay, das funktioniert. Und jetzt drauf. Juhu! Oh ja, es funktioniert. Ich meine, ich wollte sagen, oh ja, es funktioniert. Gut. Okay, aber was jetzt? Es brennt noch nicht. Es brennt noch nicht. Ach so. Ach, natürlich. Dafür haben wir das einfach bei Cream Wild genommen. Okay, so. Juhu! Yay! Juhu! So, okay. Oh, den nimmt er gleich wieder mit. Heroische Musik. Hm? Was? Aber ich sehe ihn gar nicht hier. Okay. Er hat direkt aufgegessen. Aber er reagiert noch gar nicht, ne? Tichiti. Müssen wir noch mehr machen? Wir müssen ihn irgendwie ablenken, ne? Hier, war das vorher auch schon so? Große Eiszapfen, dass der schmolz? Vielleicht können wir irgendwie eine Art Falle bauen oder so. Oder ja, eben Ablenkung bauen. Hier. Du da drauf. Okay. Und du topf jetzt da drauf. Genau, dann sammelt sich das Wasser da drauf. Bringt aber nichts. Ach, okay. Den Salzstreuer als Gegengewicht. Okay. Jetzt irgendwas müssen wir hier noch mitmachen. Haben. So, und jetzt noch das Seil daran. Nein! Bringt nix. Ja, schon gut. Okay, den Eimer entleeren wir nochmal. So. Ja, los, komm, jetzt mach. Falsch. Das bringt überhaupt nichts. Nee. Okay, so rumbringt es auch nichts. Aber immerhin hat sich das Spiel nicht aufgehängt. Das ist ja schon mal was. Okay, gut. Weg ist er. Ziehe an der Schnur. Die du sollst ja nicht ziehen. Okay. Ja, genau. Gut, nimm mal den
Kannst du den mitnehmen, den Salzstreuer? Nee, geht gar nicht mehr. Bau den Apparat auf. Okay. Das geht. Ja? Nee. Ich möchte gerne. Genau, ich möchte gerne. Ich möchte gerne, dass du an dem Salzstreuer. Zieh an der Schnur. Nee. Okay, ja, schon gut. Wie geht denn das jetzt hier? Bau den Apparat auf. Ich kann nur an der Schnur ziehen. Geh hinaus. Nee, das will ich nämlich nicht. Kann ich die Schnur abschneiden? Nee. Ich habe es falsch rum gemacht, ne? Kann das sein? Keine Ahnung. Wie kriege ich das denn jetzt hier hin? Wenn ich sage, bau den Apparat auf, muss ich erst noch herausfinden, wo. Du sollst nicht ziehen. Betrachte es frei. Ja. Okay. Muss ich erst noch herausfinden, wo sich Nate verstecken kann, oder wie? Das da geht. Okay, da verstecke ich mich. Und wo versteckt sich Nate? Keine Ahnung. Wo kann Nate sich verstecken? Lampenschirm? Okay, lass mal gucken, was gibt's denn noch? Jawohl. So, großer Eiszapfen. Baue den Apparat auf, betrachte die Eiswand. Betrachte mal die Eiswand. Hm. Okay. So. Ach so, warte mal. Ach. Ja, okay, okay. Ja, warte hier. Kannst du den da reindrehen? Ah, das funktioniert. Verlege die Schnur. So, da oben lang. Okay, genau. Jetzt macht er das schon von alleine. Ah, jetzt scheint es zu funktionieren. Okay. So, baue den Apparat auf. Genau, verlege die Schnur hier dran. Es geht einfach zu schnell, ne? Wow, okay, nee, wir haben ein bisschen Zeit und jetzt tarn mich mal. So, und? Okay. Juhu! Ja, und? Hau ab. Ja, los, verzieh dich. Sonst gehen wir zu Nate und schneiden die Fesseln durch, ne? Das Messer haben wir ja noch. Okay, jawohl. Juhu! So, los. Und zack. Yay! So, wir kriegen. Wir bekommen. Na los, beeil dich! Ah, okay, das geht. Okay, hier werde ich aber direkt mal speichern. Danke, Kleiner. Gerne. Oh. Was bist du? Du meinst, deine Mutter war ein Pinguin und dein Vater ein rosa Affe? Was auch immer. Also, danke nochmal. Hey, wo willst du denn hin? Du brauchst Hilfe? Ja. Also, ich würde dir ja gerne helfen, ganz ehrlich, aber eine Kopfgeldjägerin hat es auf meinen hübschen Hals abgesehen. Darum gehe ich jetzt da raus, steige in mein Luftschiff und hau hier ab, solange ich noch kann. Sorry, Kleiner. Boah. Was fies. Ach du heilige Scheiße. So, okay. Oi, oi, oi. Ja. Oh, warum muss sowas eigentlich immer mir passieren?
No. Psst, nutze deine innere Stimme. Natürlich. Okay. So, alles klar. Ich werde jetzt erstmal speichern, weil das war ein sehr kritischer Moment, weil ständig das Spiel abgestürzt ist. Keine Ahnung wieso. Aber dieses Rätsel da eben, das hat für... naja, war nicht so lustig. Augenblick. Alles klar. Und da sind wir auch wieder. So, also. Ich hoffe, ich habe auf Aufnahme gedrückt. Ich habe auf Aufnahme gedrückt. Okay, alles klar. So, also, dann. Los geht's. Das ist eine einzige Katastrophe. Allerdings. Selbst wenn ich mich mit Luftschiffen auskennen würde, bräuchte ich Wochen, um das alles zu reparieren. Hm. Das weißt du doch gar nicht, da du dich mit Luftschiffen gar nicht auskennst. Aber lass den Gänsen ihre Füße. Das ist gut. Ob das noch eine Schiffbrüchige ist? Ich meine, was sollte ein normaler Mensch sonst hier wollen? Hm. Keine Ahnung. Guck dir erstmal. Gebrochene Planken, zerstörte Propeller und die Maschine wird auch einiges abbekommen haben. Jupp. Ich sollte ernsthaft in Erwägung ziehen, die alte Lady hier zurückzulassen, sofern ich ein anderes Transportmittel finden kann. Nein, das geht nicht. Wenn Masas hier auftaucht, bevor die alte Dame flugtauglich ist, bin ich erledigt. Hey, du hast einen neuen Freund, vielleicht hilft er dir. Betrachte das Wrack. Mehr als das Wrack. Geht aber nicht, ne? Das Wrack. Den Käfig, na guck. Ich bin zwar nicht mehr hinter Gittern, aber immer noch ein Gefangener. Allerdings. Ein Gestrandeter auf einem Meer von Eis. Er ist ziemlich gut in Sachen... Warum ist eigentlich niemand dabei, wenn ich so etwas Tiefgründiges von mir gebe? Ja, sind wir, Babe. Und für mich hört sich das ganz stark nach Selbstmitleid an. Ich hätte meinen Triumph über Masas nicht so auskosten sollen. Wenn man sein Schiff durch ein Gebiet fliegender Inseln steuert, sollte man ab und zu nach vorne schauen. Hm. Allerdings. Nimm die Holzplanke. Sehr gute Idee. Warum auch immer. Wir haben nur die Holzplanke dabei. Okay, so. Haben wir dann noch irgendwas anderes? Die Kiste? Ah, hier, ins Loch gucken kann er auch. Und? Hm. Sieht aus, als hätte jemand ein Loch ins Eis gesägt, um darin zu angeln. Ja. Wer macht denn sowas? Nee, kommt nichts weiter. Okay, die Verbündete. Finde Verbündete, natürlich. Die... okay, betrachte den Käfig, können wir ja nochmal machen. Die Trümmerteile sind über hunderte Meter verstreut. Es sieht nicht gut aus für die alte Lady. Hm. Na gut, aber das war es doch, was sie immer wollte. Rede mit der Frau. Hallo. Hi. Na? Wer bist denn du? Ist das Ihr Abfall? Das ist mein Schiff. Ich bin hier abgestürzt. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass das hier ein von Petra bewachtes Naturschutzgebiet ist. Natürlich. Okay, was machst du denn hier, Babe? Jetzt mal ernsthaft, was tust du hier? Ich sammle Fronterfahrung. Hm. Der Krieg tobt im Süden. Das ist der Krieg der Menschen, Zwerge, Orks und all der anderen Stinker. Dies hier ist der Kampf um die Natur. Wer gewinnt? Petra wird gewinnen, meine Tierschutzorganisation. Habt ihr gesehen, auf dem... Was auch immer sie da für eine Weste anhat oder was, da stand zunächst Peter und dann hat sie ein R dazwischen gemalt. Und was ist Petra? Petra befindet sich noch in der Gründung, aber es wird ein Bündnis der besten, engagiertesten und großartigsten Menschen sein. Natürlich. Ein Bündnis von Männern? Wir werden Geld und Einfluss haben und egal wo ihr hinschaut, überall wird unser moralischer Zeigefinger schon auf euch warten. Hm. Wir verdienen unser Geld mit Spenden und Merchandising. Jeder kann sich bei uns ein gutes Gewissen kaufen. Und das soll dann die Umwelt schützen? Genau. Ablasshandel, gar nicht schlecht. Du trägst aber schöne Pullover. Ja, und so viele davon. Ist der nicht kalt? Ey, der muss doch schweinekalt sein. Sehr schöne Pullover, die du da hast. Selbst gemacht, natürlich. Bei gekaufter Kleidung werden Tiere ihrer Wolle beraubt. Ach, Wenn du den Tieren keine Wolle wegnehmen willst, woraus sind dann deine Pullover? Schwitzwolle. Was? Was? Schwitzwolle. Das ist Wolle, die die Schafe nicht mehr haben wollen. Hä? Woher willst du das wissen? Ich beobachte die Schafe. Und wenn es im Sommer so warm ist, dass sie unter ihrer dicken Winterwolle zu schwitzen beginnen, dann frage ich sie, ob ich sie scheren soll. Und was sagen sie? Ja, gerne. Glaube ich zumindest. Das sind also Schwitzwollpullover. Richtig, sie sind großartig. Allein der Geruch ist so... Natürlich. Natürlich.
Ja, sicher. Lecker. Muss hart sein, aber echt. Und du sitzt hier die ganze Zeit auf einem kalten Stein und schaust in die Landschaft? Gehst du nie weg? Ich meine, du musst doch auch mal was essen. Das ist in der Tat ein Problem. Ich hatte mir Brote geschmiert, aber die sind alle. Und hier gibt es nicht sonderlich viel zu essen für eine Vegomanin. Was? Vegomanin? Ich esse nichts, was aus Tieren gemacht ist, was Tiere vielleicht essen würden oder was Tiere schon mal gegessen haben. Außerdem bin ich gegen magische Geschmacksverstärker. Und was wäre, wenn du aus Versehen doch mal ein Stück Fleisch essen würdest? Oh, das wäre nicht auszudenken. Ich hätte einmal fast einen Maikäfer gegessen, der sich in mein Pfirsichkernmüsli verirrt hatte. Ich musste mich tagelang übergeben. Okay, ja, ich stehe auf dich, ehrlich. Und du protestierst gegen... Alles, was nicht stimmt in dieser Welt. Das ist gut. Das ist eine Menge zu tun. Der Krieg, die Zerstörung ganzer Städte, die Ausbeutung der Arbeiter in der Rüstungsindustrie, die alleingelassenen Waisen... Ach was, die sind doch alle selber schuld. Ich kümmere mich um die, ja, die sich nicht selber schützen können. Die Tiere. Und das tust du wie? Ich bin zum Beispiel in Schnitzlingen von Hof zu Hof und habe 2 Dutzend Rinder befreit. Die sind zwar dann im Winter alle umgekommen, weil sie nicht genug Futter gefunden haben, aber besser tot als ein Gefangener der Fleischfresser. Na klar. Ich wäre gerne frei und am Leben. Ich habe ein Stück Leder von einem der Höfe mitgenommen. Es soll mich immer daran erinnern, dass ich etwas Gutes getan habe. Du bist eine Heldin. Ja, wegen dieses Lederstück. Ach was, das möchte er haben. Echt? Dieses Lederstück, kann ich das haben? Was willst du damit? Ich will das Pferden vorhalten und dann sagen, hier, wenn du nicht spurst, es soll ein Andenken sein. Eigentlich gar nichts, vergiss es, ich will damit Gutes tun. Ja, so wie sie drauf ist, ich will damit Gutes tun. Ich werde damit viel Gutes tun und Missstände anprangern. Mit einem Lederlappen? Naja. Natürlich, denn es ist nicht nur irgendein Lederlappen. Es ist Petras Lederlappen. Mit ihm werde ich durchs Land ziehen und den Menschen die inspirierende Geschichte der Mutigen und Gutherzigen... Ja, was soll's. Du kaufst mir das doch sowieso nicht ab. Was? Was? Das war wohl falsch. Okay, naja gut, dann soll's ein Andenken sein. Ich hätte gerne ein Andenken an dich. Oh, also... Wieso das? Ach, du kleine Zucker. Ich glaube, dass du mal sehr berühmt werden wirst. Tatsächlich? Ja. Du bist rücksichtslos, selbstherrlich und völlig verrückt. Oh. Du wirst es weit bringen. Vielen Dank. Und dann will ich sagen können, die kannte ich schon, als sie uns nur in den Nordlanden auf die Nerven gefallen ist. Boah. Also gut, nimm das Lederstück als Andenken. Was war das denn jetzt? Ich muss weiter. Das ist nicht dein Ernst. Das war, wie nennt man das, negativ? Wie heißt du eigentlich? Petra, natürlich. Genau wie meine Organisation. Na klar. Den Namen werde ich mir merken. Das war ein Negativkompliment. Petra. Nicht mit Petra reden. Petra ist verrückt. Halt dich fern von Petra. Ja, darf ich jetzt wieder? Okay, cool. Okay, ich glaube, das war ein Negativkompliment, ne? So von wegen, naja, eigentlich stehe ich nicht so auf fettige Haare, aber dir steht das. Oder irgendwie sowas in der Art. Ging das nicht so? Nee, nicht das Rug. Eine Menge unnützer Kram. Schirmmützen und T-Shirts zum Beispiel. Mhm. Pelzmützen und dicke Handschuhe wären hier angebrachter. Allerdings. Okay, wie hält sie das so aus? So, Viechen, hallo. Na? Kannst du mir sagen, was ich jetzt tun soll? Du meinst, da hinten werde ich weniger schnell sterben? Na toll. Ja. Wie, was? Das ist alles? Rede nochmal mit ihm. Der hat hier gerade... Ich verzichte. Was denn? Er hat gerade dein Leben gerettet, du Ochse. Okay. Ja, Nate. Okay. Kann ich nochmal anbringen, dass ich lieber mit Lazars spielen würde? Da hinten hast du dein Versteck? Ja. Warum nicht? Schlimmer kann es kaum werden. No. Hey. Gehört dir und deinen Leuten der ganze Kram hier? Wisst ihr, wie man damit umgeht? Ich meine, könntet ihr vielleicht ein Luftschiff reparieren? Okay. Okay, hier ist der Plan. Ihr helft mir, die Mary zu reparieren, bevor Sasi auftaucht. Und dann helfe ich euch natürlich auch irgendwie, in Ordnung?
keine Ahnung, habt ihr sowas wie einen Anführer? Bring mich zu ihm. Okay, aber er versteht ganz gut, ne? Oh, wir gehen da direkt rein. Ob das so eine gute Idee ist? Oh, nee, wir dürfen noch mal. Okay, komm, sieh dich erstmal um, ne? Ja, genau, sieh dich erstmal um. Hier zum Beispiel, Metallplatte haben wir noch nicht gesehen. Die Metallplatte sieht ziemlich schwer aus. Sie ist einige Zentimeter im Schnee versunken. Sowas? Keine Ahnung, wozu sie gut ist oder war. Auf jeden Fall ist sie zu schwer, um sie herumzuschleppen. Okay, so, hier war doch noch irgendwas? Nee, ach, da unten. Eine Sprungfeder. Eine Metallfeder, ziemlich stark. Ja komm, die kannst du voll gut gebrauchen. Siehst du? So, was machst du denn aus der Farbe? Ein großes Metallfass. Boah, es ist gefüllt mit einer übel riechenden Farbe. Okay. Tja, wofür könnte ich die Farbe gebrauchen? Vermutlich für nichts. Oh bitte, du könntest dich genauso lustig anmalen wie er hier. So, was haben wir denn hier noch? Da sage ich mal nichts zu. Ein Laufband mit einem ziemlich durchtrainierten Pinguin. Und dieses Gerät erzeugt irgendeine Art von Energie. Allerdings, Elektrizität kennst du nicht, ne? Von Magie lasse ich lieber die Finger. Magie? Naja, gut. Da ist noch ein Stuhl. Der ist super. Stünde dieser Stuhl an einem Strand auf einer tropischen Insel, hätte ich ein Met in der einen Hand und eine mandeläugige Schönheit in der anderen. Aber so ist es nur ein alter, nasser Stuhl mitten im Nirgendwo. Der kann aber noch was wichtig werden. Kann ich den nicht mitnehmen? Nee, kann ich tatsächlich nicht. Nee. Okay, wozu konnte ich mir den da ansehen? Einfach nur, weil es da ist. Einfach nur, weil es schön ist, ne? Okay. Er hier ist weg. Was ist mit ihm? Ein Ventilator. Er drückt kühle Nordlandluft in den Berg. In den Berg? Okay. Ohne Frischluft würde es in der Höhle der Viecher vermutlich ziemlich schnell müffeln. Langes, feuchtes Fell. Ja, okay. Ich hatte mal einen Hund, Rupert. Er ist mir zugelaufen. Immer wenn er nass geworden ist und dann abends... Ich schweife ab. Ich weiß. Ja, das hatte ich auch. Okay, gut, geh durchs Tor. Na gut. Da drin ist euer Anführer? Wie geht sie auf? Hallo, Lupa? Wer sein? Was wollen? Ich bräuchte Hilfe mit meinem Luftschiff. Es ist da hinten auf der Eisfläche abgestürzt. Mensch! Auf Munkus Rückkehr vorbereiten. Hallo? Munkus, der Sohn der Erzhexe Mothroga? Was weißt du über ihn? Ich bin ihm ein paar Mal begegnet, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Was habt ihr mit Munkus zu schaffen? Er hat uns etwas gestohlen. Unser Herz. Naja, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Es handelt sich um ein wichtiges Teil unserer Maschine. Ohne das Herz haben wir keine Energie und stecken hier fest. Okay. Ich habe solche Geschöpfe wie euch noch nie gesehen. Und hätten wir unsere Mission erfüllt, hätte sich daran noch nichts geändert. Eure Mission? Wir sind Forscher. Entdecker. Wir reisen dorthin, wo nie zuvor jemand gewesen ist. Da habt ihr mit den Nordlanden einen Treffer gelandet, hä? Wie seid ihr hierher gekommen? Wo ist euer Schiff? Ich habe schon zu viel gesagt. Wir hätten mit niemandem Kontakt aufnehmen sollen. Beobachtung. Das war unsere Mission. Okay. Lasst mich eintreten. Ich brauche wirklich Hilfe. Wollen wir uns nicht lieber von Angesicht zu Angesicht unterhalten? Tut mir leid. Niemand darf unser Heiligtum betreten. Ach komm. Ich komme in Frieden. Das haben auch schon andere gesagt. Ihr seid noch nicht bereit, unsere Geheimnisse zu entdecken. Das hier ist das Raumschiff. Ich brauche wirklich Hilfe. Komm, ein bisschen Nerd. Mein Luftschiff ist nur noch ein Wrack. Ich habe kein Werkzeug. Ich habe keine Ersatzteile. Ich habe keine Erfahrung in Sachen Luftschiffreparatur. Und zu allem Überfluss ist mir noch eine Kopfgeldjägerin auf den Fersen, die ich vielleicht besser nicht wütend gemacht hätte.
Ich brauche wirklich Hilfe. Bitte. Es tut mir leid, Mensch. Aber seit 2 Jahren sitzen meine Crew und ich hier fest und können auf keine Hilfe aus der Heimat hoffen. Wenn wir nicht bis morgen Abend das Herz haben, müssen wir ein weiteres Jahr auf eine günstige Reisegelegenheit warten. Und noch ein Jahr werde ich wohl nicht überstehen. Wir schaffen. Ganz ruhig. Wir sollten uns gegenseitig helfen. Irgendwie kaufe ich das Nate nicht ab. Ich könnte euch bei eurem Problem mit Munkus helfen. Und ihr helft mir mit der Reparatur der Mary. Wir haben bisher nur 2 Menschen kennengelernt. Der eine läuft in einem Jedi-Kostüm herum und will sich selber fangen. Der andere ist Petra. Wir haben nicht das größte Vertrauen in die menschliche Rasse. Zu Recht. Es sind nicht alle wie die beiden. Ich könnte euch euer Herz zurückholen. Munkus hat es in seinem U-Boot. Was lässt dich glauben, du könntest es zurückholen? Ja, also, ich bin Meister der Überredungskunst. Ich bin ein geschickter Dieb. Munkus wird nicht einmal merken, dass ich ihm euer Herz gestohlen habe. Ich bin ein geschickter Dieb. Tatsächlich? Das wäre in der Tat eine Möglichkeit. Sobald wir das Herz haben, brauchen wir weniger als 1 Stunde, um uns auf die Reise zu begeben. Ah. Na dann los. Repariert schon mal mein Schiff. Anschließend bringe ich euch das Herz. Nicht so schnell. Wir bringen uns in große Gefahr, wenn wir uns gegen Munkus stellen. Wie kommt's? Du musst erst einmal beweisen, dass du tatsächlich ein Meisterdieb bist. Können diese Augen lügen? Gehe zum Menschenweib Petra. Sie hat uns eine wichtige Antenne gestohlen, wie es scheint. Bringe uns die Antenne als Beweis deiner Fähigkeiten. Dann sehen wir weiter. Aber... Okay. Beeile dich. Die Zeit drängt. Also gut, vermutlich meine einzige Chance. Allerdings. Du bleibst hier, Bursche. Der Mensch muss seine Fähigkeiten alleine unter Beweis stellen. Komm her. Und bringe mir den medizinischen Brandy. Ja. Ciao. Bye. Mach's gut. Viel Spaß. Oh. Okay, gut. So, was haben wir denn hier? Betrachte die Gegensprechanlage. Irgendwo in diesem Heiligtum sitzt ein Fellknäuel und spricht durch ein Rohr mit mir, obwohl ich vielleicht dutzende Meter entfernt bin. Es ist beeindruckend, wie weit die moderne Telekommunikation es gebracht hat. Fast schon beängstigend. Ja, ich unterhalte mich auch regelmäßig mit meinen Nachbarn. Na, lieber nicht. Der alte Kerl klingt nicht ganz fit. Ich störe ihn nur, wenn es unbedingt sein muss. Ja, natürlich. So, wie kriegen wir denn die Petra dazu, dass die jetzt mal dieses Dings da... auch der arme Pinguin, also ehrlich. Oh... Kann ich hier eins mit der Holzlatte überziehen? Ah, okay. Was tötet keine Vögel? Was fühlen auch keine Toten? Boah! Alte Frau! Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Hier, Rums. Okay, wir müssen mit dir reden. Hi. Na? Du störst die Tiere. Ich weiß. Dich. Ich brauche dringend den Schild deines Schildes. Stil. Ich würde dich gerne in deiner Arbeit unterstützen und da hinten protestieren. Ausgezeichnet, nur zu. Dafür bräuchte ich aber das Schild. Du glaubst wohl, hier bekommt jeder einfach so ein Protestschild. Hm. Das muss man sich erst verdienen. Was muss ich tun? Du musst 3 Aufgaben erfüllen, um eine Petra-Schildtrageberechtigung zu erhalten. Erstens darfst du kein Fleisch essen und keinerlei tierische Produkte benutzen. Zweitens musst du all dein Hab und Gut in den Dienst der guten Sache stellen. Das heißt, du musst es Petra spenden. Was? Drittens... Danke, reicht schon. Wegen des Protestschildes. Wir müssen uns was anderes ausdenken. Ich bräuchte wirklich dringend dein Protestschild. Die Tiere brauchen es noch viel mehr. Solange ich hier bin, werde ich es mit Stolz tragen. Keine Chance, ich muss sie loswerden. Okay. Was mache ich denn? Später. Ich muss weiter. Okay, aber vergiss nicht, jeder gerettete Regenwurm macht einen Unterschied. Ja, natürlich.
Das wage ich zu bezweifeln. Okay. Es stimmt. Das Schluchzen eines Regenwurms hier in den Nordlanden kann einen Taifun im Südmeer auslösen. Ich nenne das den Petra-Effekt. Davon habe ich auch gehört. Okay, also, hier können wir nichts weiter machen, ne? Nimm ein T-Shirt. T-Shirts würden mich wohl nur wärmen, wenn ich sie anzünden würde. Und dagegen dürfte das Fräulein etwas haben. Aber er sagt doch, nee, geht nicht. Okay, haben wir denn noch eine Chance, in die Yeti-Höhle zurückzukommen? Weil woanders können wir ja nicht hingehen, ne? So, lass mal gucken. Ja, vorsichtig mit der Porzellankiste. Oh. So, oh, wir können uns umsehen. Das ist gefährlich. Nein, er ist da. Oh. Ein gruseliges, haariges Monster und sein Freund, der Yeti. Boah, das ist gemein. Warum? Das Hufeisen hängt mir zu nah bei Cornelius. In seinem Yeti-Kostüm hat er eine ziemliche Reichweite. Okay, hier war doch irgend so ein Dings. Da, genau. Das ist eine Waffe für für Yeti-Ritter. Lustig. Nimm sie mal. Es ist unmöglich, auf den Yeti-Ritterspruch noch eins draufzusetzen. Nein, aber... Deswegen sage ich dazu einfach gar nichts mehr. Nein, du sollst sie auch mitnehmen. Und nicht... Okay, gut, geht nicht. Der Rucksack ist schon ganz steif gefroren. Der ist nicht mehr zu gebrauchen. Aber hier, die Hacke könnte nützlich sein. Hat er sie jetzt rausgenommen? Nee. Hab sie. Okay, gut, hat sie. Nee, die scheint mir nicht so richtig geeignet als Ersatz. Gut, was haben wir noch? Ich gehe nicht näher ran. Ich sah schon einmal im Topf dieses Spinners. Okay. Betrachte den Schal. Stricken zu können ist in diesen Breiten vielleicht nicht ganz so sinnlos wie anderswo. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier für warme Socken und Schals einen Markt gibt. Allerdings. Okay, nimm den mir Schal. Mir ist nicht kalt, aber hier hängt ein Faden raus. Den nehme ich mit. Nennen wir es reine Bosheit. Boah. Okay. Gut, was können wir denn noch daraus machen? Lederlappen? Nö. Faden? Nö, geht auch nicht. Okay, wir brauchen wohl noch mehr. Da ist der Yeti. Cornelius hat es sich hier häuslich eingerichtet. Vielleicht ist er schon seit Jahren auf der Jagd nach, naja, seinem Verstand. Ich könnte mir vorstellen, also erstmal könnte ich mir vorstellen, dass es daran wirklich schön warm ist, kuschelig warm. Aber dann, wenn er so lange hier schon rumhängt, naja. Das Hufeisen hängt mir zu nah bei Cornelius. In seinem Yeti-Kostüm hat er eine ziemliche Reichweite. Kann ich den denn irgendwie ablenken? So zum Beispiel? Nö. Jetzt? Solange der Fellberg da steht, kann ich nicht nachschauen, was im Topf ist. Ich verstehe. Wir müssen also irgendwie loswerden. Irgendwie loswerden. Tja, kann ich hier irgendwas mit anfangen? Nee, kann ich nicht. Halt, betrachte die Schnur. Mein überlegener technischer Verstand sagt mir, dass die Klingel klingeln wird, wenn ich an dieser Schnur ziehe. Meinst du? Das ist aber sehr gewagt. Okay, da könnte ich dran. Ziehe an der Schnur? Nee. Betrachte die Eishöhle. Die Eishöhle scheint größtenteils natürlichen Ursprungs zu sein. Aber an einigen Stellen hat der gute Cornelius nachgeholfen. Hier sieht man Werkzeugspuren. Echt? Können wir da auch nachhelfen? Ich schabe mit der flachen Seite das Eis so gut es geht glatt. Okay. Nicht schlecht. Das Eis bildet jetzt eine mehr oder weniger glatte Fläche. Glatter kriege ich sie mit der Hacke nicht. Alles klar, ich weiß, was du vorhast. Warte mal, dann ist auch klar, warum wir den Lederlappen haben. Also gut, jetzt noch etwas polieren. Und schon wird er raus nah. Und wieder eine glückliche Oberfläche. Sie darf mich spiegeln. Ugh. Okay, alles klar. Gut, jetzt sollte es doch gehen, ne? Katsching! Ja. Hi. Na? Okay. Reicht das denn? Ja, es reicht jetzt. Moment. Oh nein.
Alles klar? Nein. Der Yeti! Ich habe den Yeti entdeckt! Ja? Tatsache. Ja, ja! Dort in der Wand ist er! Seien Sie vorsichtig! Er ist aggressiv! Ist nicht wahr. Oh Gott! Er hat einen von uns erwischt! Oh nein. Oh nein. Oh ja. Einen verdammt gut aussehenden jungen Mann. Dann sind es zwei. Oder... Oh nein. Wissen Sie, was das bedeutet? Nein. Ich muss meine Strategie überdenken. Lassen Sie sich von dem haarigen Teufel nicht hinters Licht führen, mein Freund. Ja, genau. Zuck mit den Schultern. Okay, wir sehen uns hier um, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Tschüss.